Hey, ich grüße euch. Ich wollte ein Video machen heute mal zu der Serie Das Buch von Boba Fett, beziehungsweise The Book of Boba Fett. Ich habe die Serie gesehen. Das sind nur 7 Folgen. Und was wichtig wäre, bei der Serie gucken solltet, Boba Fett hat coole Starte, sagt nur alte Filme damals, Empire Strike Back, Return of the Jedi. Das Ende war ein bisschen peinlich gewesen, wo er da irgendwie das Raketenpack aktiviert wird, er mit durch das gewesen Han Solo mit diesem Haken da rangekommen ist, das lief der weg und fliegt da davor und dann fällt er in den schon Ruf von Salak rein. Das war peinlich gewesen, der Abgang von Boba Fett, er lebt, er überlebt, kann man sagen. Aber was wichtig wäre, wenn ihr die Serie gucken wollt, guckt euch vorher Mandalorian, die letzten beiden Folgen an. Da taucht Boba Fett das erste Mal auf. Er taucht da auf, so ein Mönch, kann man sagen, eine schwarze Kutte. Er ist älter geworden. Die haben den Originalschauspieler genommen von Clone Wars von 2002. Ich finde es cool. Coole Synchronstimme auch. Martin Kessler ist die Synchronstimme damals von früher gewesen. Eine coole Stimme einfach, da spricht auch Vin Diesel. Einfach nur geile Stimme, kann man sagen. Hat mir richtig gefallen. Er taucht da auf mit der Fennec Shand. Das ist so eine Attentäterin. Wie die beiden zusammengekommen sind, kann man in der Boba Fett-Serie erfahren. Ist also ein Partner, nicht Beziehung, so, keine Sorge. Tochter auf bei Mandalorian, will seine Rüstung wieder haben. Er spricht sich mit Mandalorian aus, Differenzen haben gekämpft kurz zwischenzeitlich, dann wird Grogu entführt und am Ende wird Grogu befreit und dann spielt die Serie, kann man sagen, Boba Fett, dann fängt die Serie da an mit Boba Fett. Und er ist dann, wie er da auf Tantuin ist und wie er an die Macht gekommen ist, erfährt man. Und dann kommt zurückblenden. Was danach passiert ist, damals bei Rückkehr der Jedi-Ritter, wie er dann Schlund von Salak reingefallen ist. Und was danach passiert ist, wie er befreit worden ist und wie es passiert ist, so gesehen, das ist schon, ich fand es ein bisschen langgezogen, ehrlich gesagt. Ich kann Tustenreif nicht langweilig, wie die gesprochen haben, ich kann Tustenreif nicht ausstehen. Das Beste war gewesen damals wie Episode 4, alte Film Teil 1, damals, wo Obi-Wan aufgetaucht und die verscheucht hat direkt mit seinem Geräusch, dass die abgehauen sind. Ich finde Tustenreif dämlich, blöd und ich mag die halt nicht. Das sind einfach nur wilde Doofköppe. Wie gesagt, also kann man sagen, Anakin Skywalker, Episode 2, hat da kurz einen Test mitgemacht, weil seine Mutter gestorben ist. Durch die gut gemacht Tustenräuber sind blöd, aber man erfährt in dem Film halt bei der Serie, dass die Tustenräuber irgendwie ein bisschen zivilisiert sind, so eine Art Sekte sind, kann man sagen, die komische Rituale haben. Die haben Boba Fett gefangen, also vor, wie gesagt, Boba Fett ist aus diesem Schund von Salach da rausgekrochen. Dann ist er größer geschützt, dass er irgendwie zersetzt wird durch die Säure, das Ding, da wo die Rüstung anhat, wissen wir ja, Mandalorian eine Rüstung anhat. Und dann tauchen Jabas auch, klein in die Rüstung, er ist dann halbnackt da in der Wüste, kann man sagen, und dann tauchen die Tustenräuber an ihm mit. Dann wollen die den ein bisschen so erst als Gefangenen, später hat die Chance, sich zu beweisen, rettet da so ein Kind, von den nerviges Kind von den Tustenräuber, wird in den Stamm aufgenommen. Er hilft ihnen dann später so andere, so einen Zug da zu überfallen, die auch die geschossen haben und so. Kurz gesagt, er wird in den Stamm aufgenommen, in den Tustenräuber, und danach werden die Tustenräuber wegen so einem Syndikat umgebracht und er ist dann wieder sauer halt so gesehen, geht dann. Kann es die Rückblende gewesen, also dieses Tales of Boba Fett, kann man sagen, dass er dann Rückblende gefallen hat, was passiert ist, so gesehen. Ja, wie gesagt, also gleiche Schauspieler, Temuera Morrison heißt er, glaube ich, der von Clone Wars schon. Man weiß ja, kann man wissen, wie jetzt die Klonkrieger gealtert, wie die aussehen. So gleiche Schauspieler, die hätten die Rüstung ein bisschen breiter machen sollen, haben die, glaube ich, gemacht, glaube ich, weil die Rüstung ein bisschen eng geworden wäre. Aber er ist der gleiche Schauspieler, ist cool. Die Serie ist unterhaltsam, erfährt dann, was nachschaut, was passiert ist, dass Bib Fortuna gemacht hat, er Bib Fortuna abgesetzt hat, dass da wieder Hutten auftauchen. Das ist viel drin in der Serie, wie gesagt, viele Charaktere vom Frühjahr. Er hat dann 2 neue Gamorrean Guards Wächter bekommen, die sich eigentlich angeschlossen haben, weil voll die umbringen vorher. Also, wie gesagt, sind ein bisschen oberkörperfrei, die beiden, ein bisschen sehr schön Grüntönen, würde ich mal sagen, bei den beiden Viechern. Die Story ist halt, dann taucht er später ein Syndikat auf, einen Charakter von Clone Wars Serie, Cod Bane, dieser blaue Western-Heini mit auf Western gemacht, der schnell ziehen kann und so. Ich fand damals schon bei Clone Wars diesen Western-Trip ein bisschen übertrieben bei Star Wars, mir jetzt nicht gefallen. Das ist halt ein blauer Kopfgeldjäger, ein blauer Western-Held, kann man sagen. Ein bisschen nachgemacht, wie das Die von Tod damals. Ein bisschen Ähnlichkeit, kann man sagen, nur in blauer Hautfarbe und so. Auf Coolness gemacht, der taucht da auf, syndikatenmäßig, er kommt zu einem Krieg. Zwischenzeitlich die Hutten hauen dann wieder ab, die beiden Hutten, das waren nicht die Cousinen von Jabba the Hutt gewesen, die beiden, die tauchen dann wieder ab, die beiden, und dann ist das so auch in dem Film, dass dann, in der Serie, dass dann Boba Fett ein Rancor geschenkt bekommt, das finde ich schon krass, wie da wird interessiert, er freut sich mit dem Rancor an, so ein Wächter, da spielt dann dieser Macheto-Schauspieler mit, sagt er, also, wie gesagt, kann er fallen, dass die Rancors die Augen verbunden haben, das erste menschliche Wesen, das sie sehen, auf die geprägt, das erste Wesen, das sie sehen, geprägt werden, ist dann Boba Fett geprägt, und das ist dann irgendwie halt
am Ende ist das ein bisschen übertrieben, finde ich, wo er auf den Rancor reitet und das gegen die so Art, kann man sagen, Druidikast oder so schwere Druidin Großformat gegen die kämpft, weil die Geschütze, die Schilde, wissen wir ja bei Episode 1, 2 und 3, diese Druidikast, Zerstörer-Druiden mit Schutzschilden. Wie gesagt, was ist, die Story ist interessant, weil Boba Fett macht den Schauspieler schon mal gute Arbeit gemacht, er ist halt gealtert, jeder altert, wissen wir alle, wie gesagt, aber was ich so finde an dem Film, wie gesagt, also Boba Fett geht in die Richtung, irgendwie er will gut werden, so ein bisschen, so ein vorher war Boba Fett einfach nur cool, kaltblütig, gerissen, einfach ein cooler Charakter gewesen, diese Kaltheit, wo er hatte und so, diese Abgerissenheit, also ich fand's früher Boba Fett genial, ich feiere den jedes Mal, diese ganze Art-Episode, 5 war das gewesen, genau, das Berg fliegt zurück, dann noch Rückkehr der Jedi-Ritter, dazwischen noch Shadow of the Empire, ist ein cooler Charakter, ein kaltblütiger Kopfgeldjäger und bei Boba Fett-Serie, man merkt, dass er Richtung Zivilisation geht, er da der Chef werden will, ist in die Karts und so, und das ist dann ein bisschen, er ist ein bisschen zivilisiert geworden, ein bisschen zu nett, er will irgendwie noch so Leuten helfen, dann wollen die da Gewürze, ich habe es festgestellt, mittlerweile ist Gewürze Drogen sind, ich dachte damals echt, das wären Gewürze gewesen, wo ich Kind gewesen bin, dachte ich halt, normale Gewürze, Pfeffer, Majoran und was gibt es noch, Salbei, das wären Gewürze, nein, in Star Wars sind Gewürze Drogen, das wusste ich echt ehrlich gesagt nicht, die wollen einen Gewürzhandel da machen, jetzt kriege ich die Ärger mit Syndikat auch ein bisschen. Interessanteste Story hat. Da kommt so eine Jugendgängner auf Motorrädern, ein bisschen Bunsen, kann man sagen, die sich Druidenteile implantiert haben, statt die Hand abgemacht und haben so Roboterarme, Roboteraugen und so. Halt eine junge Gang, kann man sagen, die sich angeschlossen hat. Dann halt Fenna Schenk ist dabei. Die beiden Gamorrean Guards, dann taucht Mandalorian auf, der ihn unterstützen will bei dem Kampf gegen das Syndikat. Schwarze Sonne hießen die, glaube ich. Die hießen, glaube ich, auch schon so bei Prinz Xor damals, wenn ich mich richtig erinnern sollte, wie gesagt. Er hilft denen, man hört auch auf, Grogu taucht auch auf. Das ist schon interessant gewesen, finde ich. Also, die Serie kann man mit Humor sehen. Also, wie gesagt, also interessante Serie, schlecht ist die nicht. Aber wie gesagt, ich habe mir so gewünscht, die Serie, weil Boba Fett halt ein kaltblütiger Kopfgeldjäger, was am besten kann, halt irgendwie eine Prämie sichern und kaltblütig da irgendwie Kopfgeld kassieren, habe ich gedacht. Aber wie gesagt, dann hat sich weiterentwickelt. Ist eine Serie, die man gucken kann, finde ich. Aber wie gesagt, Boba Fett ist ein bisschen zahnlos gewesen. Und wenn die Figur jetzt hinstellen würde, wäre ich ein bisschen. Bisschen anders, würde ich mal sagen, so ausgedrückt, wie gesagt. Aber interessante Story, kann man gucken, interessant, aber ich fand das in den Teil sehr, sehr lang gezogen, die Tuskenräuber. Irgendwie, wenn da so eine komische Sekte ist, die man macht die ganze Zeit, das geht auf den Senkel, finde ich. Und dann irgendwie nur so Kinder und so. Ich hätte mir gewünscht, dass so ein Zeitsprung gewesen, dann irgendwie zu Episode 2. Boba Fett ist da bei denen aufgenommen worden. Er geht kurz spazieren in der Wüste irgendwo, mit auf seinem Banter. Ein Freund von Boba Fett ist ein Banter geworden mittlerweile, angefreundet mit denen auch in der Serie, kann man sagen. Er geht mit dem Banter ein bisschen ausreiten. Dann taucht Anakin Skywalker auf, macht die ganzen Tuskenräger platt. Er kommt wieder. Oh, was ist passiert? Ein böser Jedi, der auch Rachefeldzug mit den Jedis. Das wäre cool gewesen, aber so. Wie gesagt, also ich finde, hätten die Folgen ein bisschen weniger langziehen sollen, mit Dustenreiten ein bisschen man weglassen soll. Das ist echt teilweise sehr, sehr lang gezogen. Auf Tantooine geht die Post ein bisschen ab, das ist eine Action-Business, auch von dem Bürgermeister, so ein Berater, der echt cool ist, der ist lustig, unterhaltsam. Ich finde den Namen gerade nicht ein, es war einer so ein Twi'lek gewesen, so Dinge hatte, war lustig ohne Ende. Der war ein lustiger Film gewesen, habe ich gefeuert, die Gags von dem, aber der Rest war ein bisschen lahm gewesen. Ach ja, und EV-8 taucht auch wieder auf, das wisst ihr auch, der Folter-Druid von Rückkehr der Jedi-Ritter, damals die Druiden bei Jawas Palast gefoltert, der ist auch dabei. Wie das eben mit vielen Charakteren, wie gesagt, Boba Fett halt zivilisierte Art, kann man sagen. Also von mir würde ich sagen, eine unterhaltsame Serie, bis auf die Tuskenreiber. Sag ich mal, schönen Abend noch, bis bald. Ciao.